um meine ganzen elektrischen Anlagen zu kontrollieren, Kabelverlegung, ob alles richtig angeschlossen ist oder irgendwas warm wird, Kabelquerschnitt und diverse anderen Sachen, habe ich mir hier meine neue Kamera zugelegt. Die KTi-W01. So sieht das Ganze aus. Eine Kamera mit Akku, mehrere Funktionen. Kann ich mal das Ganze mal auspacken. Das ist die mal eine Kamera, wo man halt kein Handy dazu braucht, sondern eine, die rein für die Hand ist, mit schönem Griff. Hier drin wird ein umfangreiches Handbuch drin sein von der Kamera. Die Gebrauchsanweisung mit sehr vielen Seiten, wahrscheinlich auch in vielen Sprachen. Genaue Anleitung, wie das Ding zu bedienen ist. Das gehen wir jetzt nur mal ganz schnell durch. Viele Einstellmöglichkeiten gibt es dann hier. Die Aufmachung macht auch keinen schlechten. Richtig gute Verpackung. Richtig schöner massiver Koffer. Reißverschluss. Du musst das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ihr habt da ein Kabel drin zum Laden und die Verbindung für den PC. Da könnt ihr die Bilder, wie gesagt, auch auf den Rechner runterladen. USB, USB-C ist es, glaube ich. Dazu ein Ladegerät. So, das ist die Kamera. Schön ordentlich verpackt. Kann nicht drin rumwackeln, kann nicht kaputt gehen. So sieht das Ganze von vorne aus. Ein richtig schönes großes Display. Viele Knöpfe dran. Ihr habt da euren Zugang. Das Ding ist mit Akku. Hier könnt ihr, wie gesagt, den Akku laden und die Daten auslesen der Kamera. Videos und Bilder kann das Gerät. Und ihr habt da die Schutzklappe für die zwei Objektive. Unten hat man einen Knopf für Videos machen und Fotos machen. So, und da gehen wir mal rein bei mir im Anbau, wo meine Batterienspeicher ist. Und dann machen wir das Ding mal an. So, ihr habt da jetzt euren An-Aus-Knopf. Ihr seht richtig, die Kamera fährt richtig hoch mit Diagramm. Wie ein kleiner Rechner. Nicht schlecht. Dauert ein paar Sekunden, dann ist die Kamera hochgefahren, die Warnbildkamera. Und dann habt ihr sofort das Bild mit verschiedenen Angaben, Temperatur, Akku, die einzelnen Temperaturzonen. So, machen wir erstmal die Linse auf, ansonsten erkennt ihr ja nicht wirklich viel drauf. So, die Tasche stand ja gerade draußen in der Sonne. Hier seht ihr halt auch schon, hat über 30 Grad. Hier ist meine Hand. 33 Grad. So, und da gucken wir mal jetzt auf meine Anlage. Hier seht ihr, der Laderegler in der Mitte. Hier sind drei Stück. Die sind in der Mitte, der ist aus. Da ist nichts angeschlossen, wie ihr sehen könnt. Links und rechts die zwei laufen. Hier unten habt ihr den Servo GX, der auch relativ warm ist mit knapp 36 Grad. Hier oben sind Laderegler. Hier seht ihr auch schön, ihr könnt eure Kabel kontrollieren. Das sind Originalkabel vom RS-Laderegler mit 80 Ampere. Welche Kabel hier warm werden, beziehungsweise auch welche Stecker hier warm werden. Sind so knapp bei 29 Grad. Das könnte man, wie gesagt, mal kontrollieren, warum die so warm werden. Irgendwas stimmt wahrscheinlich mit dem Kabelquerschnitt nicht. Und das ist der Multiplus 2, 48.8000. Im unteren Bereich ist er schön kühl und im oberen Bereich, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, im oberen Bereich ist es sehr
sehr warm mit knapp 34 Grad. Hier laufen auch gerade alle Lüfter. Wir haben sehr gutes Wetter. Mit der Kamera kann man auch, hat ein umfangreiches Menü. Hier gibt es die Option Fotos, Videos. Ich habe ja auch schon mal ein paar Videos gemacht von meiner Zaun-PV-Anlage. Das Ganze einfach mal bestätigen. Hier sind jetzt zwei Videos drauf. Enter. Und das Ganze nochmal Play. Hier seht ihr meine Zaun-PV-Anlage. Die Platten liegen jetzt um die 42 Grad. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Aber ich denke mal schon, das sieht ganz gut aus, oder? Hier habe ich mal den Zaun, wie gesagt, gefilmt. Ihr könnt halt auch erkennen, ob irgendwelche Shots drauf sind oder Hotspots auf den Platten, irgendwelche Zellen, die extrem warm werden. Hier laufe ich gerade zu meiner Schwinganlage mit meinen zwei Platten. Da habe ich auch mal drauf gefilmt. Im Hintergrund ist noch ein Baum zu sehen. Einfach nur mal so, um zu zeigen, was die Kamera kann. Gehen wir mal zurück und da ist noch ein zweites Video drauf von der Anlage hier drinnen. Und das Ganze auch nochmal Enter, Play. Das sind alles Videoaufzeichnungen. Also ihr könnt Fotos und Videos damit machen. Das mal so ganz schnell auf die Schnelle. Gehen wir mal aus dem Programm raus. Einfach auf Zurück. Ihr habt dann wie gesagt noch sehr viele Einstellmöglichkeiten hier. Ihr könntet die Farben einstellen und diverse Einstellungen, Uhrzeit und sämtliche Parameter. Farbpalette, gehen wir auf Enter. Ihr könnt eure Farben einstellen, was ihr genau haben wollt. Das könnt ihr aber auch außerhalb des Menüs machen. Gehen wir mal zurück. Ihr habt jetzt auch die verschiedenen Zonen. Ihr könnt wie gesagt normal filmen, ohne den Wärmeaspekt im Hintergrund. Wie nennt ich das gleich? Kommt gerade nicht drauf. Mit der Farbgebung halt und dann wie gesagt verschiedene Varianten. Das ist meistens, was am meisten genutzt wird. Videos könnt ihr dann wie gesagt machen, wenn ihr hinten auf den Knopf drückt, da kommt dann die Meldung Videoaufnahme starten. Einfach nochmal bestätigen und schon könnt ihr hier Videos machen und das Ganze aufzeichnen. Die Kamera macht keinen schlechten. Dazu gibt es unten einen Link, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Kostet um die 280 Euro. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Die Kamera macht wirklich keinen schlechten. Ist sehr klein und handlich. Mit einer Hand zu bedienen. Mit Schutzkappe. Das ist die Kamera dafür. Zum Schutz der Linse habt ihr wie gesagt hier nochmal eine schöne Klappe dazu. Fährt sehr schnell hoch. Relativ große Akku drinne. Power off, schaltet dann nach 5 Sekunden aus. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Wie ihr schon leicht erkennen könnt, habe ich jetzt hier meine Batteriespeicher komplett eingepackt, nochmal komplett alles runtergenommen, die Batterien neu angeordnet, neu aufgestellt. Brandschutztechnisch habe ich hier alles eingebaut, das Ganze wird doppelt und dreifach verplankt mit faserarmierten Platten. Und das ist jetzt die erste Lage schon drauf. Die anderen Platten stehen hier schon an der Seite, die kommen als nächstes mit drauf. Eine ordentliche Abdeckung, dass hier nichts mehr passiert, dass die ganzen Kontakte hier freiliegen. Meine ganzen Anschlüsse, 45,6 Kilowattstunden Speicher, Anlage läuft sehr gut. Wie gesagt, das kennt ihr ja schon alles aus meinen anderen Videos. Und ja, meine Anlage wird ja erweitert, habe ich ja in den anderen Videos schon erzählt. Das sollte eigentlich jetzt am Mittwoch passieren, aber beim Transport ist was schief gelaufen, der Transporter ist kaputt gegangen. Und da warte ich jetzt auf einen neuen Termin. Erweiterung um 5,3 kW auf dem Dach, auf meinem Trapezdach hinten. 12 Platten auf 445er. Zwei Stränge werden dann runtergelegt. Und hier oben rechts kommt dann, wie gesagt, der neue Laderegler, der 250-100. Wir gehen jetzt mal schnell raus an meine Zaun-PV-Anlage. Wie gesagt, wenn die Kamera interessiert, die Warmbildkamera, ist unten im Video verlinkt. Kann man halt schön alles kontrollieren. Auch im Sicherungskasten ist da alles in Ordnung. Ist da irgendwas warm, was nicht warm werden sollte.
Da könnt ihr auch halt auch sehen, passt der Kabelquerschnitt oder wird irgendwas extrem warm. Wer viel mit Elektronik zu tun hat, ist es natürlich sehr sinnvoll. Hier sind wir jetzt nochmal an meiner schönen PV-Zaunanlage. Meine 10 Platten. Spitzenwerte gemessen mit 17 kW am Tag. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Der Zaun ist schön massiv geworden. Keine Probleme. Läuft sehr stabil und bringt auch genug Ertrag. Mal sehen, was der Zaun, wie gesagt, im Winter bringt. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Jetzt macht es erst, die Anlage macht es erst dieses Jahr im ersten Winter mit. Feedbacks dazu seht ihr dann in weiteren Videos. Ja, ansonsten, ich warte jetzt einfach auf einen neuen Termin für meine Erweiterung meiner PV-Anlage. Das Ganze geht nicht in der Einspeisung, das geht alles auf Laderegler und zum Batterien. Ist dann quasi indirekt mit dem Netz nicht verbunden. Rein Inselanlage. Geplant ist im Winter halt damit zu heizen. Mit der Klimaanlage. Dafür brauche ich die Leistung. Im Sommer ist es zu viel. Im Winter halt genau grenzwertig. Ich liege zwar relativ gut, jetzt die ganzen Sommermonate bei 1% aus dem Netz. Messtoleranzen. Aber naja, so viel dazu. Batteriespeicher werde ich jetzt erstmal nicht mehr weiter erweitern. Das sollte ausreichen, denke ich mal. Außer es kommt halt nochmal ein neues Angebot mit einem größeren Speicher und noch kompakter. Aber das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Kann ich, wenn ich ständig meinen Batteriespeicher erweitern. Hier oben auf dem Dach seht ihr schon meine ganzen Vorbereitungen für die neue Anlage. Ist es noch nicht wirklich viel passiert. Aber die Anker sind alle schon eingeschraubt und verklebt. Und hier wird dann die neue Anlage aufgebaut. Wollt ihr keine weiteren Videos verpassen, wie der weitere Zwischenstand meiner Anlage ist, dann wie gesagt, Abo nicht vergessen und den Daumen hoch für weitere Videos. Und Dankeschön fürs Anschauen.